Hallo Leute, Osternhaus mal wieder hier und heute zeige ich euch mal mein Jausenmesserl. Ein Lagiol von Anno Brack. Schlicht, aber doch. So schaut das Ding eben geschlossen aus und so schaut das Ding einfach offen aus. Vielleicht fragen sich manche, das ist dein Jausenmesserl. Da haben wir aber schon andere Messer gesehen, die weitaus höherpreisiger sind, weitaus aufwendiger, High-End-Bereich. Ja, aber das ist mein Jausenmesserl. Das hat auch Gründe, warum mir ein Lagiol da das Mittel der Wahl ist. Erstens. Die Gemütlichkeit. Zweitens, die Gemütlichkeit in vielerlei Hinsicht. Es ist klar, die Firmen heutzutage sind im ständigen Wettbewerb. Die besten Stähle, High-End-Stähle, die niedrigsten Toleranzgrenzen bei den Maschinen, die besten Computerprogramme in den Fräsen und was weiß ich was alles. High-End-Materialien bei den Griffen und was auch immer. Hier haben wir ein Lagiol und diese echten Lagiols, wo Anno Brack jetzt zum Beispiel eine Firma ist, die sowas herstellt, traditionell gefertigt, das heißt Handarbeit. Im ärgsten Fall vielleicht, dass ein Bandschleifer noch die Maschine ist, die man verwendet, aber sonst Handarbeit. Wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, eher schlicht gehalten, habe ich schon erwähnt, hier ein bisschen aufwendiger, diese Biene, dieser Backspacer, wenn man es jetzt wieder modern ausdrücken würde, geht von hinten bis vorne in einem durch, hat gleichzeitig auch die Funktion der Feder, wie man hier sieht. Das heißt, federgelagert ist diese Biene unter Anführungszeichen jetzt. Und alles, was hier an Details drauf ist, wurde per Hand gefeilt. In diesem Fall jetzt von Pierre Martin, Künstler bei Anno Brack. Hat das gemacht. Wenn ihr weniger Details seht, also fast keine, dann ist es eher ein normaler Mitarbeiter, unter Anführungszeichen, der diese Biene gemacht hat mit dem Spacer. Aber sobald so detailreich ist, dann fängt schon mal an, dass Pierre dafür verantwortlich ist. Wenn man weiter schaut, hier sehen wir jetzt dieses Kreuz, das sogenannte Hirtenkreuz. Dadurch, dass es ein Ebenholzgriff ist, Holz, kann man meistens davon ausgehen, dass dieses Kreuz oben ist. Bei anderen Materialien nicht immer, aber bei Holz durchaus immer dieses Hirtenkreuz drauf. Soll daran erinnern, Tradition ist da eben, wie gesagt, das Gebot, dass diese Messer als Hirtenmesser konzipiert waren oder entwickelt wurden, damals noch und als Arbeitsmesser verwendet wurden. Nicht so sehr als Jausenmesser wie heute, hauptsächlich als Arbeitsmesser für Hirten, kann man sagen, oder normale Bürger. Die Klinge in meinem Fall ist aus dem 12C irgendwas Stahl, 12% Chromanteil heißt das. War darum das Mittel der Wahl, es wird auch traditionellere Stähle geben, aber ich wollte halt keinen Rost haben. Und mit diesem 12% Chromanteil kannst du sicher gehen, dass du deinen Abfall schneiden kannst. Und auch wenn du das Messer nachher nicht gleich reinigst, hast du keine Rostprobleme. Ja, sonst alles eher schlicht gearbeitet, hier noch eine kleine Einfräsung im Griff und so weiter, aber alles eher dezent, war aber auch mein Wunsch bei diesem Messer. Und ja, diese Gemütlichkeit, die ich schon erwähnt habe, die will ich beim Messen haben. Und da ist es manchmal auch mal was anderes, wenn das nicht irgendwelche Messer hast mit meinem super Ding jetzt da. Das ist von Jay Kobeck, der Sumo, gell, ja.
mit Keramiklager und irgendeinen, was für ein Stahl und alles Titan gefräst mit hochpräzisen Maschinen und so weiter. Geiles Ding, passt ja. Aber solche Messer hat man sowieso. Hier kehrt man ein bisschen zum Ursprung zurück, kann sich seine Wurst runterschneiden. Fertig. Wenn ich das Messer scharf haben will, reicht ein Diamantschleifstein. Ich ziehe es ein paar Mal drüber, ohne viel Aufwand, auf einen Schleifwinkel viel aufpassen und so weiter, musst du nicht. Und das ist eine dünne Klinge, dass du nur ein bisschen drüber schleifst und hast ein paar Haare da. So. Haare weg. Das ist ein Rasiermesser, scharfes. Messer ohne Aufwand. Ja, ein paar Irrtümer da vielleicht noch kurz erwähnt, weil irgendwer mal geschrieben hat bei einem vorigen Lagiol-Video von mir, da habe ich die Klinge so zuschnalzen lassen. Jetzt hat vielleicht ein paar schon wieder das Herz in die Hose reingepfeffert. Darf ich? Erstens bin ich der Hausherr hier. Zweite Frage, was hat das damit zu tun? Dazu komme ich gleich. Und zweitens haben diese Lagiolmesser hier unten einen Klingenfang, kann man sagen, die hochpreisigen Messer. Das heißt, diese Klinge kann nicht anschlagen, da unten. Auch der Feder passiert nichts, das ist komplett wurscht, eigentlich. Ich mache es zwar in der Regel nicht, dass ich es zuschnalzen lasse, aber ich dürfte. Und warum? Weil das früher so die Tradition war, Frankreich, französische Tradition, dass wenn der Hausherr fertig war mit dem Essen, er durch ein leichtes Zuschnalzen, sagen wir so, signalisiert hat, er ist fertig mit dem Essen, der Tisch kann abgeräumt werden. Kommt natürlich aus uralten Zeiten, aber irgendwie ein lustiger Brauch. Anderen, die kein Hausherr da waren, war das eher verboten, oder es war auf jeden Fall verpönt, ein Lagiol zuschnalzen zu lassen. Hier hat man so gesagt, das leise Klingen bewahrt den Frieden im Haus. Ich lasse ihn normal nicht zuschnalzen, das war jetzt mehr aus Demonstrationszwecken. Wenn ihr Lagiol kauft, wie gesagt, die eher billigen Produkte werden zwar auch handgefertigt, aber manchmal wirklich in Fließbandarbeit. Das heißt, es könnte auch durchaus passieren, dass ihr mal eine Klinge habt, die nicht so wie die schön gesentert ist, sondern dass die vielleicht ein bisschen schief hängt oder dass man so vielleicht irgendwo etwas sieht, wo man sich denkt, hui, das ist aber ein kleiner Fehler, eine kleine Macke. Kann euch durchaus passieren. Bei höherpreisigen wird es euch eher nicht so passieren. Aber ich würde empfehlen, wenn ihr Wert drauf legt und eben so High-End-Messer gewohnt seid, wo alles perfekt passt und das auch wollt unbedingt, dann bestellt solche Messer eher nicht über Internet, wenn ihr es nicht wieder zurückschicken könntet, sondern geht in ein Geschäft und schaut euch da ein paar Lagiols durch. Die Auswahl ist riesig. Welches das euch so gefällt, auch vom Handling her, wie ist die Feder eingestellt und so weiter, sehr unterschiedlich bei diesen Lagiolmessern. Also spielt euch rum, also am Messer. Und wenn es euch gefällt, dann nehmt es euch. Lagiol ist dafür bekannt, Familienerbstücke zu werden, von der Qualität her sehr lange zu halten. Grund eben dafür, für mich wirklich auch diese Handarbeit trotzdem, obwohl es nicht immer präzise ist, hält Handarbeit wirklich am längsten, laut meiner Erfahrung. Ja, sonst fällt mir gar nicht so viel drüber ein, war sowieso schon ziemlich viel. Ich hoffe, ich bin nicht zu viel abgeschweift, aber ein bisschen Background-Wissen heute mal wollte ich da weitergeben.
Straßenmesserl Gemütlichkeit. Habt ihr schon abonniert? Wenn nicht, tat es oder tat es nicht. Aber es versäumt halt nichts, wenn es tat. Dann sage ich, aus dem was war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.